Wussten Sie, dass es einen Tag des Rindfleischs gibt? Genau aus diesem Grund veranstaltet die Landwirtschaftskammer gemeinsam mit der Fleischerinnung und den lokalen Fleischereien Pressegespräche. Ziel ist es, gemeinsam mit den lokalen Funktionären und Seminarbäuerinnen Informationen zum Thema Rindfleisch an die Konsumenten weiterzugeben. 10.500 steirische Rinderbauern gestalten die Steiermark vom Hügelland im Südosten bis in die Almregionen in der Obersteiermark und im Ennstal. Seitens der Landwirtschaftskammer wurde der 22. und 23. November zum Tag des Rindfleisches auserkoren. Ja, der Tag des Rindfleisches wurde von der Landeskammer inszeniert und vor allem, dass man unsere Bevölkerung sensibilisiert, dass man einheimisches Rindfleisch kauft, weil es einfach ganz wichtig ist für unseren Klimaschutz. Rindfleisch wird in allen Regionen der Steiermark erzeugt und kann regional angeboten werden. In erster Linie einmal erhalten wir dadurch unsere bäuerlichen Produkte, wenn wir einheimisches Rindfleisch kaufen. Unsere Jugend hat dann wieder Perspektiven. Das zweite ist Klimaschutz. Wenn wir einheimisches Rindfleisch kaufen und auch essen, trägt es zum Klimaschutz bei und ist eigentlich das Billigste, was wir selber in der Hand haben. Das dritte, ja, es sichert Arbeitsplätze, nicht nur in der Landwirtschaft, auch sonst sichert es in der Steiermark circa um die 3000 Arbeitsplätze ab, wenn wir um 10% mehr an einheimischen Produkten kaufen würden. Bis zu 19.000 Transportkilometer hat Rindfleisch auf dem Buckel, die der Gastro-Großhandel in großen Mengen bei uns anbietet. Seitens der Landwirtschaftskammer gibt es klare Forderungen an die Gastronomie und an den Konsumenten. Ja, und zwar wäre es uns einfach wichtig an die Gastronomie jetzt in dem Fall zuerst, dass sie einfach auszeichnen, wo sie ihr Rindfleisch herkriegen, einfach die Herkunftskennzeichnung, dass der Konsument oder eben der Gast dann im Lokal das nachvollziehen kann, ob das jetzt ein heimisches Rindfleisch ist oder aus importiertes Rindfleisch. Einfach, dass er sich selber entscheiden kann. Und gleichzeitig hätte er bitte an den Kunden, an den Konsumenten, oder die Gäste dann im Lokal, dass die einfach direkt vor Ort im Lokal nachfragen, wo bezieht ihr euer Rindfleisch? Weil der Druck sollte immer von beiden Seiten kommen, glaube ich. Und das ist einfach das Einfachste, was wir jeder Bürger bei uns im Land machen kann und dadurch einfach die Gastronomie ein bisschen in die richtige Richtung schubsen können. Rindfleisch ist ein sehr guter Lieferant von Vitamin A und B12, ein Nährstoff, der vorwiegend in tierischen Quellen vorkommt und unentbehrlich für den Zellstoffwechsel und die Blutbildung ist. Zudem ist das im Fleisch enthaltene Eisen vor allem qualitativ von Bedeutung, da es der Körper besser aufnehmen kann als das Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln.